Und heute wieder ein Kittich. Kittich. Brigitte heißt das Gedicht. Brigitte von der Fritte. Mit ihren fetttriefenden Titten hing an ihr herab. Und das machte mich so geil, dass ich kaum erwarten konnte, bis es Feierabend war. Und dann gingen wir zu ihr nach Haus. Mein Schwanz nahm, während sie sich zu ganz langsam aus. Der olfaktorische Gaumenschmaus. Sie roch so schön, so gut, so weiß. Und sie schleckte ihre Möse aus. Der Geruch roch nach fritösem Fett. Ich werd so geil, ich gehe steil, wenn ich die getrocknete, verfettete Möse von der fritösen Fritte aus der Frittenbude leck. Tief mecke ich aus der Möse von der Brigitte mit der dicken Titte. Nein, der vertriefte Titte, denn die dicke Titte von der vertrieften Titte ist nicht in diesem Gedicht vorhanden. Und ihre vertriefenden Titten spritzte ihr ins Gesicht, doch sie wusch sich nicht. Ihr Haar war verklebt von meinem Ejakulat und so. So schob sie sich ihre Finger in den Arsch, weil sie... Und so schob sie sich ihre Finger in den Arsch, weil beim Scheißen die Krusten daran wachsen, ließ sie manchmal meinen Schwanz kleben blieb. Als manchmal beim Schwanz den sie von hinten schließt. Doch sie knabberte sie ab, wenn sie mir danach einen blies. Und jetzt kommt der zweite Teil und er muss etwas ernster werden. Manchmal klebten die Klappusterbärchen zwischen ihren Zähnen, während sie gerade die Kundschaft bediente und erwähnte, dass die Käsewürstchen heute wären. Auf die wär heute Rabatten. Sie wären gefüllt mit meinem Ejakulat. Doch eines Tages, nach einem Fickandal, schlug zu was Schicksal. Hart das Schick, das Schicksal. Das Schicksal mit der Brigitte geht in die zweite Strophe. Ein Melodrama in zwei Akten. Doch eines Tages, nach einem Fickanal, schlug es zu, das Schicksal. Wie lyrische Anekdoten. In ihrer linken Brust hatte sie einen Knoten und sie musste in das Krankenhaus. Man musste amputieren, doch das ist... Nein. Doch sie musste in das Krankenhaus, man musste amputieren, doch statt zu resignieren und zu deprimieren, dachte Brigitte an das Geschäft in der Fritte und hatte ihre rechte Titte in die Currysoße in der Imbissbude ohne die Hute geschnitten. Die Kunden waren zufrieden, sie wollten immer mehr. Und deshalb töte ich nach Zuhren, denn neue Titten müssen her. Ich amputiere ihre Titten der Prostituierten, die wir in die Soße schnitten. Und unglaublich, da voll profitierten. Deshalb töte ich nach Prostituierten, die wir in die Soße stückeln. Und unglaublich davon profitierten, deshalb schnitten wir die Titten der Prostituierten in die Soße und machten unglaublich Profit bei der Brigitte mit der abgefallenen Titten in die Soße. Frau Schmidt sagte, Mann, die Soße ist der Hit, die Soße ist scharf. Wir können auch nachwürzen bei Bedarf. Der Text, den ich jetzt gerade texte hier, der steht da gar nicht mehr. Also kommen mir die reimenden Reims einfach so daher aus meinem Gehirn. Ich weiß nicht, ob es befallen ist von Corona, wir nur da auf.